Ein herzerfrischendes Moin Moin. So, willkommen zum nächsten Parkcheck. Und zwar Myatt Adventures von Myatt. Ist ein Park im Aufbau, das steht auch in der Beschreibung drin. Und den schauen wir uns heute mal an. Ich bin mal kurz rüber geflogen. Also wir haben hier zwei Achterbahnen, die wir uns anschauen können. In diesem Adventure Park. Ja, hat das schön gemacht. Also hier der Eingangsbereich gefällt mir schon mal sehr gut. Ja, hat auch die Pflanzen auch richtig schön platziert, auch ein bisschen hier die Steine im Boden versenkt. Ja, hier ist das vor, ist richtig kräftig im Ballern. Ja, da wird auch ordentlich an Effekt geboten. Hier oben geht's auch. Lass mal schauen. Über so einen wilden Weg, ne, kann man sagen. Zum sinkenden Schiff. Ja, schöne kleines Restaurant, ja, Außenrestaurant, kann man sich schon hier schön in die Landschaft gucken. Ich denke mal, da wird einiges noch kommen. Was hat er denn hier geschrieben? Urwald. Ja, da kommt der Urwald noch hin. Sinkende Schiff. Gut. Dann haben wir das. So, dann gehen wir mal runter. Schön. Anna, gehen wir mal rein in den Park. Lass uns mal reinschauen. Da ist die Achterbahn am Fahren. Was wollen wir? Achterbahn fahren, natürlich. Achterbahn fahren. So. Tortuga. So heißt wahrscheinlich die Achterbahn, ja. Hier wird auch noch bestimmt thematisiert, der Eingangsbereich. Hier ist noch... das ist ein bisschen unrealistisch. Da einfach mal eine Stütze, die hier irgendwie in die... da reingeht. Dann sieht es auch wieder besser aus. Ja, das ist nur so ein Tipp am Rande. Das ist ein bisschen unrealistisch. Und ich sag's vorweg, ich werde diesem Park jetzt, weil er jetzt noch im Bau ist, keine Bewertung geben. Ich werde einfach nur mal so eine Prognose geben, wo der Park sich in etwa befindet. Vorherigen Level. Ja. Das gebe ich dann ab. Also werde ich da jetzt nicht sagen, ja, dann musst du das und das noch machen oder sonst was. Nee. So, jetzt müssen wir mal schauen. So, und los geht's. Das ist ein Launch Coaster, das haben wir ja schon gesehen. Die ganzen Launchboxen hier unten. Wie gesagt, mal hier irgendwie eine Stütze zum Berg hin. Passt das schon. So. Da kommt der richtige Launch. Zwei Launches hintereinander. Oh, schöner großer Looping hier. Da gibt's richtig Gas. Da geht der richtig Stoff hier. Oh, und hier gibt's Airtime. Definitiv Airtime. Da bist du fast aus dem Sitz geflogen. Auch hier schön um den Turm herum. Platz ist auf jeden Fall. Airtime-Hügel. Ja, hier müsste. Also hier müssen die Kurven ein bisschen mehr geneigt werden. Wenn du am Gebäude bist. Und da sind wir schon am Ende, oder? Ja, hast noch sehr viel Speed drauf. Das muss ich sagen. Du hast da noch extrem viel Speed. Und der Nervenkitzel geht natürlich hoch, weil die Kurven einfach nicht geneigt sind. Also ein bisschen die Kurven neigen, ja, dann passt das auch wieder mit den Nachbarn, wie man so schön sagt. Vor allen Dingen, du kommst hier mit so ein Karacho reingeballert in die Station. Ja, wie gesagt, ist ja noch im Bau, ich sag ja nur einfach, was mir direkt auffällt und wo man dann relativ einfach, vor allen Dingen hier, das kann man auch, muss ein bisschen neigen nach hier, nach innen, also so auf 30 Grad Winkel oder so, dann sind die, dann ist es auch nicht mehr so heftig. Ja, also wirklich noch ein bisschen an der Neigung arbeiten und das hier, ja, sagen wir mal so, realistisch ist was anderes, also Kopf dran. Ja, wie gesagt, ich sage es hier nur mal so am Rande. Auch hier, das muss so ein bisschen richtig abgegrenzt sein, dass da keiner hin kann. Weil das ist richtig gefährlich. Die Dinger sind ja, also... ist ja gefährlich, ne? Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt hinkommt. Oder ob das alles nur Szenerie ist. Das ist nur Szenerie. Okay, okay, okay. Alle Kommando zurück. Das ist nur Szenerie, oder? Ja. Wie geht man denn dann bitte sehr zu einem anderen Themenbereich? Heißt das etwa, ich muss die Achterbahn fahren, damit ich in einen anderen Themenbereich komme? Hat natürlich auch mal was, ne?
So, gehen wir mal hier raus. Okay, also hier ist... Ne, stimmt schon. War schon. Alles in Ordnung. Gut, Kommando zurück. Also das passt da hinten. Das war ja nur Szenerie. Ich dachte schon, das wäre Weg. Ja, hier kommt der Dschungel hin. Ja, da ist es schon mal ein bisschen angedeutet. Da ist Tortuga. Das ist Tortuga. Okay. Gehen wir mal weiter. Schauen wir uns mal an. Dschungel coming soon. Herrlich. Gut. Und hier kommt wahrscheinlich dann so ein Wilder Westen. Ja, der Wilde Westen kommt hier. Wilder Westen coming soon. Ja, wie ist immer so schön. Überall steht hier coming soon. Wann kommt es denn? Ja, sind wir mal gespannt. Ja, ich brauche ja nicht davon reden. Ne? Ich habe ja selber noch einen Park, den ich baue. Wo ich ja noch Ewigkeiten beschäftigt sein werde. Also, wie gesagt, gefällt mir. Hier auch schön gemacht. Ja, hast du also wirklich Zeit gelassen und das auch richtig schön gemacht. Und ich nehme ja Kommando zurück. Also jetzt, wie gesagt, nur die Kurven bitte etwas mehr neigen, dass nicht mehr so extrem stark gekommen sind. Nimmt ein bisschen die G-Kräfte raus. Und die merkt man auch schon so. Und die Strecke kannst du theoretisch länger machen oder du brauchst den zweiten Launch fast gar nicht. Oder nicht so stark. Ja. So. Auf Wiedersehen in Tortuga. Okay. All das hier ist Tortuga, die Piratenstadt. Ja, gefällt mir. Es ist schön gemacht. Ja. Hast du schön hinbekommen. Ja, auch hier über ein paar Animatronics. Oh. Der Rocktopus. Der rockende Rocktopus. Und jetzt sind wir hier. Wo sind wir hier? Mal schauen, wo wir hier sind. Was gibt's hier oben? Gibt's da irgendwas? Ah, der Conny Express hat er auch schon. An Conny Express hat er schon gedacht. Ja, der Park wird also direkt mit einem dementsprechenden Park Express geplant. Ja, das, wenn man das nachträglich macht, ist das richtig schlimm. Also, das muss man sagen. St. Mayet. Wo geht's hier lang? Betrunkener Seemann. Das ist der Produkt. Betrunkener Seemann. Schauen wir mal. Ach so, das ist der betrunkene Seemann. Jo. Ja, finde ich einen coolen Namen. Also danach fühlt sich also besoffen. Ja, also gefällt mir. Also die Anfänge sind auf jeden Fall richtig toll gemacht. Ja. Sagen wir, gefällt mir auch. Personal und Toiletten. Ist ja auch noch einiges bisher am Arbeit dran. Das sieht man und das merkt man auch. Okay. Ice Cave. Ice Age lässt grüßen, oder was? Nee. Schauen wir mal, was er uns hier schönes hingebaut hat. Da oben fährt der Park Express lang in luftiger Höhe. So, gehen wir mal hier durch. Auch schön alles. Schön thematisiert, der ganze Bereich hier. So. Testen. Fahrtkameraden. Ja, sorry Leute, dass ich euch rausschmeiße. So, kommt. Na komm. So. Ein ganz normaler Kettenlift. Ja. Obwohl ich nicht glaube, dass der ganz normal ist. Ne? Also der wird schon. Das wird schon, also was wir gesehen haben, wird das schon ein riesen Coaster sein hier. Ja, Aussichtsplattform, da schaut der Ranger. Und zu, wo Yogi Bär ist, ja, keine Ahnung. So, und da man die Dinger ja nicht mit Kurven bauen kann, da ist es ja gedacht, mal ein paar Reibräder und dann schicke ich den richtig hoch. Dann sind wir auf Mega-Coaster-Niveau oder noch höher. Oder Giga-Coaster. Na, da wird mein Kollege schon wieder mal bleich. Die Bäume sind auch schön gerade gesetzt. Die sind jetzt nicht irgendwie falsch gesetzt. Ein Kreuz auf dem Himmel. Ja, Zugspitze oder was? So. Hast du von hier oben, kannst du die ganze Welt gucken. Und jetzt geht's ab. Schön gemütlich der Anfang. Ja.
So, und runter geht's. Jetzt geben wir nochmal richtig Gas auf. Airtime hier. Nochmal ein bisschen. Schön die Kurven. Bisschen mehr neigen, je nachdem. Also die Kurven auch immer mal ein bisschen neigen. Das hört man auf. Und zwischendurch auch ein bisschen mehr. Das nimmt die Kräfte ab. Die Höhle gefällt mir. Die Höhle gefällt mir. Oh. Also wir sind jetzt schon... Wofür brauchst du jetzt hier diesen Lift, hey? Also diesen dritten Lift. Also lassen wir uns mal überraschen. Da bist du so mit hochkarachert und dann auch noch in dieser Mini-Kurve. Deswegen. Also es geht schon wieder über zwei Lift-Hills. Ja. Wo geht's jetzt lang? Sollen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Wie gesagt, also diese. Immer schön gucken, dass man auch ein bisschen die Kurven richtig neigt. Ja. Weil so ist das dann ein so extremes Erlebnis. Das hält kein Mensch aus. So, jetzt geht's abwärts. Schöne Aussicht über den ganzen Park. Und Vollgas. Ja, du wolltest hier unbedingt einen richtigen Gigacoaster bauen, ne? Das merkt man. Auch hier schön gemacht alles. Also die Wand gefällt mir. Coaster gefällt mir auch so im Großen und Ganzen. Wie gesagt, immer noch ein bisschen die Kurven neigen, noch mal ein bisschen glätten, je nachdem hier und da. Ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist jetzt kein Hate, das ist wirklich einfach nur freundlich gemeint. Ja, hier ist es vollkommen in Ordnung. Ja. So, hier wird man dann abgebremst und fährt auch mit einem angenehmen Tempo dann wieder in die Station. Ich weiß nur nicht, wieso du da, ja gut, der zweite Lift Hill und der zweite und dritte Lift Hill sind natürlich klar. Die sind dann jetzt verständlich, das habe ich schon verstanden. Oh, der Conny Express, der fährt aber hier weit hoch, du. Boah, der muss richtig ackern, wenn er da hochfahren will. Oh Gott. Eieiei. Ja, ist auch schön, eine Idee hier. Mit der Luftballonfahrt. No? Also mir gefällt der Berg alleine schon, ja. Also Hammer. Hast du richtig toll hinbekommen. Kommt richtig so Alpenfeeling drauf an. Auch bei mir. So. Ja, wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Link zum Park ist in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Tag. Bis demnächst bei Parkjack mit eurem lieben Hannibal. Ciao.